Meine lieben Freunde, wir haben Mittwoch und Mittwoch heißt K-Pop. Und heute, weil die letztens so gehypt waren auf Blackpink und vor allem Jennie, wollte ich denen ihr Solo zeigen. Ganz ehrlich, Jennie ist next level. Jennie ist ganz weit oben, was Können angeht. Jennie ist heftig. Ich habe ihr eine Ansage gemacht letztens, so sie hat mich überzeugt mit dem Song und hat sie tatsächlich. Seitdem habe ich es mindestens 15 Mal im Auto gehört. Und das ist wirklich, ich habe sie nicht geglaubt. Sie hat es mir nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich der Fall. Ich höre K-Pop. Ja. Ich höre K-Pop. Der zeigt mir auf einmal so andere Songs im Auto. Ich so, ganz ehrlich, das, warum die war schockiert, Alter. Ich habe auch, hab auch noch mit Kai von Monster X so eine Rechnung offen. Vor allem Monster X. Exoplanet, oder nicht? Oh, ja. Hä? Also Exo, aber Exoplanet, na egal. Es ist Monster X. Ich kenn K-Pop, Digga. Ich kenn K-Pop. Naja, scheiß drauf, Leute. Solo von Jennie, Digga. Solo von Jennie ist jetzt der Hype hoch. Ja. Ich hoffe, die macht viele Betonungen. Not even a distant memory, was? Oder Money? Memory. Ist anders, okay. Ja, Play. Ist anders. So. Jennie ist krass, ja. Da waren aber keine Koreaner mit dabei. Oh, stopp! Oh. Warum? Was erinnert sich direkt? Mich erinnert so direkt an Taylor Swift. Stimmt, ein bisschen. Rein von dem Stil her, wie das Ganze. Ja, ja, mit diesem Hauchen am Anfang. Doch, du hast recht. Dieses Heuchlerisch. Ich kann doch diese Analysen von der Melodie. Von der Melodie und auch der Kulisse gerade. Ja. Okay, Schloss. Weiter. Guck mal, Jennie sieht echt gut aus, muss man die sagen. Ist richtig hübsch. Das muss man ihr lassen. Hier hat sie die Süßweiß. Ja, die hat die Süßweiß. Bevor es zum Refrain geht. Ich bin gehypt auf den Refrain. Warum machst du Stopp? Ja, weil du mich auch vorhin die ganze Zeit genervt hast. Let's play und genießen. Boah, das war gut. Schöne Melodie, Digga. Boah, die macht richtig elegant raus. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Boah, Digga, was ein Wechsel von Süßweiß auf Eleganz. Das ist ja, gell? Scheiße. Mach zu belassen. Das war echt scheiß Move. Das war okay. Schon heiß, Move. Jetzt hat mich gerade genockt, Alter. Entschuldige, warum? Okay, mach Play. Die wollte halt, dass es so cool machen. Ja, das war ein Chanel. Guck mal, die Line jetzt. Used to be your girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings, I'm sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, but you're looking for a clone now. That's how I'm getting down, destined for the center crown. Die macht jetzt so einen Stilwechsel. Mama Schwab. Wie alt ist das Lied? Vorletztes Jahr oder letztes Jahr? Und Dings, Fake Love oder Kill This Love? Letztes Jahr. Nein, doch, letztes Jahr. Okay, merkbar, weil die hat eine Steigerung auf jeden Fall irgendwie. Auf jeden Fall kam zuerst das und das, ja, genau. Glaube ich. Das merkt man auf jeden Fall. Performance ist die unglaublich bei Kill This Love gewesen. Okay. Komm, sie hat doch eine echt schöne Stimme. Krass. Der Beat ist halt auch echt geil. Ey, das gefällt mir voll bei... Der Refrain ist schön. Mama, stopp. Weißt du, wie mich das nervt bei den amerikanischen Liedern, wenn die kurze Techno-Part einspielen? Yeah. Das nervt mich so unglaublich. Aber bei K-Pop, das ist voll angenehm. Yeah. Richtig angenehm. Gut ein, die bauen es richtig gut ein und vor allem schön. Also ich finde, ich mag die Melodie dahinter. Der Produzent ist dafür auch bekannt. Ja? Bei dem Label. Als Ding, ganz kleiner Fun-Fact. Die sagt ja im Refrain... Pitchnanen Solo. Hm. Und das ist so Doppeldeutigkeit, weil eigentlich ist so Pitchnanen Solo heißt, ich scheine auch, wenn ich Single bin.
Krass. Oder halt, Bitch, ich bin solo. Yeah. Hä, hey, warte mal. War das jetzt als Statement, weil alle getuschelt haben? Nein, das war... Wegen Kai. Nein! Wegen Kai? Das war viel davor. Ah, nee, das war dann 2018. Das war 2018. Das ist Jesse so geil. Der hat Style. Ich kann nicht mal lassen. Ich lass nicht zu, dass jetzt jemand wie einen hart kommt. Ich schwöre, das hat mich gerade auch groß gemacht. Jetzt, mit euch. Also, krass. Der Part ist voll heftig. Boah, abgerissen. Am Ende war das ein bisschen so auf Druck. So. Aber eine Frage, Mason. Eine Frage, Mason. Was sagst du? Mason. Jenny in der Gruppe besser oder solo? Ich sag mal so, hier haben die nicht das Potenzial von Jenny 100% rausgeholt. Das haben wir ja in der Gruppe gesehen. Ja. Aber in der Gruppe war das einfach krass. Ich finde, das ist nochmal in der Gruppe ein anderes Feeling. Aber die scheint am besten mit ihren Leuten. Wollte ich sagen. Ja. Oh. Aber sie braucht auch die Leute, damit man so ein weil es ist schon ein krasser Abstand, finde ich, zwischen der Gruppe und ihren Status, so innerhalb der Gruppe. Ja. Und wenn du die Gruppe hörst, dann wird das nochmal verbindlich, oder? Dann siehst du das halt direkt, oder? Dann hypst du Jenny noch mehr, ja, als du die normalerweise hypen würdest, solo. Ja. Das ist leider so. Aber das ist halt einfach so. Die Sache, sie scheint vor allem jetzt in letzter Zeit sehr heraus, aber die sind gleichermaßen echt gut alle. Ey, bitte klär mal auf, dass du Rosé magst. Das war nur ein Spaß mit dem in die Tonne kloppen. Ja, Junge, du hast ihr Herz gebrochen, ey. Also, es tut mir leid. Der kennt Rosé dir nicht mal. Rosé. Ey, die haben alle krasse Parts abgeliefert. Das ist nur mein Humor. Warte mal, die Koreaner seid voll. Wieso Koreaner? Ach, so ich hab's ja auch letztes Mal schon gesagt. Ich hab mir gesagt, Alter, die Koreaner sind voll sensibel, Mann. Was reagieren die so über so, Alter? Check mir nicht das Humor. Ich so, hä, warum Koreaner? Immerhin sind die Koreaner. Ich frag so, hä, warum Koreaner? Der so, guck doch Profilbild. Ich seh einfach nur so, Profilbild Chanyeol von EXO. Ich dachte, das wäre irgendein Fan von uns. Irgendein Abonnent so. Ja, fällt was. Leute, nicht alles so ernst nehmen, das ist einfach nur Humor. Wir sind ein bisschen. Wir haben noch nicht mal ansatzweise unseren Humor rausgelassen, weil der wird dann viel zu krank sein, glaube ich. So am Arsch. YouTube würde uns sperren. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber auf jeden Fall, Jenny hat wieder abgerissen, Digga. Das hat Spaß gemacht. Jenny ist 2018, wie es die ist schlau. Die nimmt jetzt richtig Songs, die uns wirklich mit Herzen zu K-Pop nahebringen. So. Jenny ist aber auch. Nächstes Mal gibt's Twice. Oh ich nein, ganz Jenny. Ehrlich, scheiß auf K-Pop dann. Nein, okay, das war ein Scherz. Twice ist eine andere Richtung. Als kleiner Teaser für euch, das ist jetzt die dritte große Frauenband. Yeah. Und du musst mir mal unbedingt was von Monster, nicht von EXO zeigen, wo Kai dabei ist. Wir haben schon auf Kai reagiert. Aber ich will den nochmal im Fokus haben. Ja, stimmt, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das kann ich nicht so stehen lassen. Kai wird unser Feindbild sein. Ich zeig euch Love-Shirt. Kai wird unser Feindbild sein. Okay, Leute, ist schon mal Teaser für nächste Woche. Es gibt Twice und EXO Love-Shirt. Wir knocken Kai. Nein, wir knocken nicht Kai. Ich muss dem was sagen. Das ist voll. Ja, ganz ehrlich, wie heißt er auf Instagram? Er? Lass ihn schreiben mit unseren Dings. Nein. Gemeinsam mit Kai. Steht uns nicht mal. Schreib, I knock you. Aber Kai ist doch voll der Süße, die man kommt. Der ist doch voll der Süße, der ist mein liebster EXO. Echt? Ja. Verschwindet, geh raus. Raus. Ganz ehrlich, raus. Was Jenny angetan hat, kann man nicht stehen lassen. Was wird angetan? Es gibt Gerüchte, dass sie noch zusammen sind. Egal. Ganz ehrlich, nein. Soll das sein. Geh raus. Lord raus. Jesus, soll das sein. Okay, ja, Leute, hiermit beenden wir die Reaktion. Das war zu viel. Ciao, macht's gut. Ravenas, Megan, Mason.